ist wieder soweit für ein neues Video. Und zwar ist mein Router und meine SIM-Karte von Kongstar gekommen. Ich habe mobilen WLAN-Router. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Das Ganze kommt in diese Box, beziehungsweise nur der Router war hier drin. Das andere war in einem anderen Karton drin. So sieht das Ganze aus. Das ist der WLAN-Router. Könnt ihr überall mit hinnehmen, könnt ihr im Auto platzieren, zu Hause platzieren. Hier habt ihr den Knopf, könnt ihr an- und ausschalten. Das Ganze ist echt hochwertig verarbeitet. Der kostet ca. 30 Euro Aufpreis. Mein Vertrag sind jetzt 100 GB, das sind 30 Euro gewesen. Hier der Reset-Knopf. Braucht ihr im Regelfall nicht. Hier steckt ihr später das Stromkabel ein. Das Ganze kommt hier dann rein. Und an die Steckdose, das war auch mit dabei. LAN-Kabel, wenn ihr braucht, für euren PC. Das Ganze funktioniert auch super über WLAN. Und hier kommt die SIM-Karte rein, als Micro-SIM. Müsst ihr dann rausbrechen, aber funktioniert ganz gut. So. Wenn ihr das Ganze habt, könnt ihr das anschließen. Auf der Kongstar-Webseite seht ihr dann, wie ihr den Homespot einrichtet. Ist ganz einfach, gebt ihr die PIN ein und euren Nutzernamen von der Kongstar-Webseite und dann funktioniert das Ganze auch schon. Wie gesagt, ich habe jetzt noch einen Kongstar-Vertrag dabei für 30 Euro, 100 GB, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Video. So sieht das Ganze aus, wenn es angeschlossen ist. Hier seht ihr, dass alles leuchtet. Power, WLAN, LAN ist nicht angeschlossen, Einstellungen 2 von 3 und funktioniert auf jeden Fall sehr gut.